Damit herzlich willkommen an Halloween. Dass ich jetzt gerade so fertig aussehe, liegt daran, weil ich das nach dem Game aufnehme, was ich jetzt, ne? Kurze Erklärung, das ist die erste Folge, die in VR stattfindet, über die HTC Vive. Und ich kann euch das leider nicht irgendwie mit so einem Greenscreen oder sowas zeigen, aus dem einfachen Grund, ich habe keinen. Deswegen müsst ihr diesmal auf mein wunderschönes Antlitz verzichten. Ja. Des Weiteren ist die Audioqualität von meiner Sprache nicht so gut, da das alles hier über dieses Headset-Ding aufgenommen wird. Das bitte ich natürlich zu entschuldigen. Ich versuche da noch irgendwie was rauszukriegen, aber man kann das natürlich halt einfach nicht mit so einem Kondensatormikrofon wie jetzt hier das Aula gleichsetzen. Ne? Gut, trotzdem wünsche ich euch noch viel Spaß bei dem Video und heute noch ein schönes Halloween. Macht's gut. Und damit herzlich willkommen heute an dem schaurigen Tag von Halloween. Na? Today, jawohl. Chef, machen wir. Habe ich mir gedacht, wir spielen The Exorcist Chapter 1. Mal gucken, wie weit wir das hinkriegen. Wie das hier alles geht. Press to open menu. Junge. Das ist schon, ne? Pull trigger to select an item. Press menu to exit. Point at button. Das ist cool. Pull trigger to select. Okay, wie kriege ich jetzt? Ah, okay. Gut, also über das Trackpad wird kann man hier laufen. Free move. Oder halt teleporten, aber da muss man halt in die Richtung gucken, ne? Wo man halt dann jetzt hier hin will. Weiß schon nicht so genau, warum. Wieso bin ich jetzt gelaufen? Jetzt laufe ich nicht. Okay, gut, dann weil das hier ist Motion Sickness, ne? Da hat man immer Spaß dabei. So, dann gucken wir mal. Swipe nach rechts. Okay. Da kann ich mich also umdrehen. Oder halt strebe ich halt frei um, ja. Das gucken wir dann, wie wir das machen. Alerts, wenn ein Icon appears, press the menu button. Na, okay, gut, das haben wir ja schon. Haben wir ja schon gemacht. So. Kann ich hier den Kollegen hier aufheben? Ja, kann ich. Jetzt habe ich einen Tacker. So. Den legen wir mal hier hin. Tschüss. Ja, mit Werfen in VR war ich immer scheiße. Gut, dann gehen wir mal Exit, würde ich sagen. Also ich bin echt mal gespannt, ne? Also ich habe viele Horrorspiele schon gespielt und ein Horrorspiel in VR ist wieder was ganz anderes. Mal abwarten, ich bin schon leicht nervös. Die Musik lässt schon wieder Gutes. Es ist nur ein Text. Lässt schon wieder Gutes hoffen, ey. Oh Mann. Ich glaube, ich nutze mal die Schlaufen hier, sonst werfe ich die Dinger wahrscheinlich schon weg. Late Shift. Also ich zocke ja mit der HTC Vive. Bin auch sehr zufrieden damit, muss ich ganz ehrlich sagen. Und werde jetzt demnächst wahrscheinlich meinen PC aufrüsten, damit ich dann hier richtig guter Qualität halt auch mit VR und so, weil das... Jetzt bin ich mal ruhig. Ja. Ja, okay. Ist ja gut.
Chapter. Ich habe, glaube ich, nur Chapter 1 im Moment. Find out more. Launch. Muss ich jetzt zum Homicide, are you there? Hey, there's a call for you guys down at Church of St. Vincent de Paul. Uniforms are already on scene. This is a weird one. Ich habe leider nicht viel verstanden. Ey, sag mir nicht, dass das die ganze Zeit hier so dunkel ist. Okay, da fehlt ein Kreuz, habe ich eigentlich. Oder wie war das? Find out what happened in the church. Where is the priest? Ja, okay. Was denke ich das? Polizeiwagen. Looking for something. Nee, ich hatte eigentlich gedacht, das wäre hier eine Taschenlampe. Oder habe ich keine Taschenlampe? Ja, gut. Oho, ich glaube, da muss ich hin. Das. Send him into the. Oh Gott. Ah ja. Ich glaube, ich habe den Priester gefunden. Ich weiß genau, was passiert. Der hat da was in der Hand. Oh fuck. Oh fuck. Ich wusste es. Eine Öllampe. Ja, hey. Ja, ich gehe da mal, ne? Also viel Spaß noch. Oh fuck. Das macht, ja, das macht Licht. Okay. Also hier fehlt ein Kreuz. Ah, hier ist die Öllampe. Jesus. Sind überall Kerzen. Ich habe eigentlich gar keine Lust hier auf dieses Spiel, ey. Ist hier noch irgendwas, was ich sehen muss? Okay,
hier Police leiden. Wie weit kann ich denn nach hier? Ach, das Licht wieder an. Okay, kann ich also nicht weiter. Das ist schon mal beruhigend. Ich versuche mich mal so ein bisschen zu stellen, dass man hier nicht allzu das Gitter sieht. Oh, Heiliger, ey. Kann ich leider nicht lesen. Kann ich das hier auch irgendwie einstecken oder so? Oder muss ich das jetzt hier die ganze Zeit festhalten? Hier fehlt eine Kassette. Ne, da ist eine drin. Okay. Aber hier steht nichts. Irgendwie, ne? Hier steht nichts irgendwie, wie man was einstecken kann. Da kümmere ich mich später drum. Wo ist jetzt das Ding hin? Ich hätte doch hier dieses Salzding, oder? Ach so, das habe ich hier. Das ist cool. Okay, ich kann also doch einstecken. Okay. Gut, jetzt brauche ich noch dieses Kruzifix. Guess about the breaking garden. Do you hear the devil see the crossroads? Ja. Gut. Ja. Na? Die Bibel. Was ist das? Heiliges Wasser. Gut, heilig.
Jetzt haben wir heiliges Wasser auf jeden Fall. Ich kann das nicht lesen, leider. Vielleicht kann man das im Video dann lesen. Father Bell. Sand oder was? Warum hat die Uhr aufgehört zu schlagen? Na, das gefällt mir ja wundertoll. Oha, wer hat das gesagt? Verpiss dich! Ich hab das genau gehört. Hier vibriert's. Hier nicht, oh Gott. Die Uhr. Oder? Überall Gänsehaut, ey. Hier ist es alles ruhig. Und hier vibriert's. Außen, ne? Oh Gott. Oh Gott. Ah! Auf. Oh mein Gott. Meine Leute, das war's für heute. Ich hoffe, es hat euch die erste Folge bis jetzt ganz gut, ne? Gott. Also dann, macht's gut, gell? Tschüss.